die Young Leader Award ist sehr wichtig für die Studierenden, weil sie sich hier für den März, wo sie sich nachher darauf bewerben, in Schwung bringen, lernen Projektmanagen, lernen Unternehmen von innen kennen und insbesondere lernen sie auch den Markt spüren, wie er auf dem Boden von der Realität funktioniert. Geschätzte Anwesenden, Sie kennen sicher den Spruch oder die Weisheit, dass wer einen Bären waschen möchte, auch bereit sein muss, sein Fell nass zu machen. Übertragen auf unsere Studierenden heißt es, dass in einem praxisorientierten Studium der Betriebsökonomie Studierende, welche sich auf die Praxis vorbereiten wollen und sollen, auch ihr Fell nass machen müssen. Indem wir sie in ihrem Studium pro Jahr einmal in eine konkrete Praxissituation bringen, mit realen Auftraggebern und anspruchsvollen Fragestellungen, welche sie im Team über 4 Monate bearbeiten und lösen werden. Es ist entscheidend, dass die jungen Wirtschaftskräfte sich eben in einem globalen Umfeld bewegen können und ihre berufliche Erfahrung und ihr theoretisches Wissen in diesen Praxisprojekten eben auch zum Tragen bringen. WTT Young Leader Awards 2012 in Marktforschung ist Team County. Frau Behler, ein grosser Moment, leuchtende Augen. Wie fühlt sich Frau Behler mit dem WTT Young Leader Award 2012 in Marktforschung in der Hand? Ja, wunderbar. Wir freuen uns wahnsinnig. Meine Damen und Herren, WTT Young Leader Awards in Managementkonzeption 2012 ist Rieter China. Herr Ritter, grosse Gratulation, so ein kleines Team und so eine grosse Leistung. Wie geht's Ihnen? Ja, es ist genial, mit einem so kleinen Team auf dieser grossen Bühne zu stehen. Die Prämierung der besten Projekte und die heutige Preisverleihung bilden einen tollen Anreiz für die Teams von Studierenden, bei den Praxisprojekten Bestleistungen zu erzielen. Damit liefert der heutige Anlass einen wertvollen Beitrag nicht nur zur Ausbildung unserer jungen Leute, sondern auch zur Beibehaltung der Stärke des zweiten Sektors in der Ostschweiz. Dafür bin ich als Volkswirtschaftsdirektor dankbar. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Abend, ein Wiedersehen nächstes Jahr. Wir freuen uns darauf, wenn es heißt WTT Young Leader Award 2013. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.